gerade nachgucken. Wir haben jetzt nicht viel Punkte. Aber gut, doch gleich. Das heißt, wir haben dann 1000, 2700. Den obersten? Ja. Ab dem 13. Januar. Ja. Hä? Wir haben 6. Haben wir Dezember übersprungen oder habe ich was verpasst? Nein, der ist schon durchgerannt. So. Oh. Als du angefangen hast vorzuspulen, war Dezember. Okay, gut. Ja, 780.000 gemacht. Die Marktmeinung ist, glaube ich, gestiegen. Kann das sein? Kasache. Ja, 2%. Wodurch jetzt? Vielleicht haben wir regelmäßig unsere Sachen so erfüllen. Noch ein kleines Verkauf und dann können wir PR-Gebäude holen. Sehr gut. Klein wenig, fast nur 100.000 mehr. So, 9 Monate. Gott. Kann man nicht irgendwie die Händler bestechen, dass es ein bisschen schneller geht? Wie lange dauert es? Wie steht da? Dauert. 9 Monate. Gut. Na, die Behördenmeinung beeinflusst das ja auch noch. Ja. 12% extra. Ja, es wird wahrscheinlich so 2-3 Tage, wird eine Woche wahrscheinlich länger dauern. 1 Monat. Ungefähr. Na gut, aber 9 Monate bleibt 9 Monate. 9 Monate, also kann es maximal so 2-3 Wochen sein. Die sie jetzt noch zusätzlich draufpacken. 2000. Ups. Obersten. Ja, definitiv. 12. Februar. Oh. Jetzt? Das war Timing. Ja. So, haben wir noch 1100. Das nicht. Nee, 150 nicht. Vor allem nicht für 150 Tage oder so. Nee. So verkaufen wir es mit 43.000. Da war gerade noch ein Vertrag. Nein. So. Also die Marktmeinung steigt immer noch weiter? Ja. Ja. Lieferverträge Stufe 4 verfügbar. Müssen wir nur wissen, was die Stufen genau bedeuten. Vielleicht die Dauer oder irgend sowas. Oder vor allen Dingen, weil das am miesesten ist. Ich glaube, da können wir noch... Ziehe ich da noch ein bisschen ab, damit die Behörden noch ein bisschen steigen. Wir haben bald 1050 mehr am Punkt, also in ein paar Monaten. Ja. Das könnte dann doch schon helfen. Können wir auch mal gucken, was wir vielleicht noch für unsere... Produktion brauchen. 1200. 4000. 2800 für 30 Tage. Oh, überhaupt keine aktiven Verträge. Ja. Ja, eigentlich können wir das machen. Ich überlege gerade, ob man den oben noch nehmen können. Das steigt eigentlich gerade. Nö, wir können dann. Wenn dann den zweiten von oben. Von extra. Ja, meinte ich. Achso. Aber ich glaube, wir können erstmal ein bisschen noch warten. Bis wann haben wir Zeit? 23. März. Gucken wir mal, wie die Marktentwicklung ist und wie neue die Aufträge reinkommen. Dann wollte ich außerdem noch nachgucken, wie es... Abbau brauchen wir danach. Veredelung. Veredelung danach. Abbau wieder. Ja, aber das kostet anscheinend ziemlich wenig. Ja. 1200. Das ist billiger, aber das kommt deutlich schneller. 5 Monate. Mhm. Noch 4 Monate. Ja, das ist das. Ja, das können wir uns noch gar nicht leisten. Ja, 1,2 Millionen läuft. Ja, aber das oberste wieder mal. Ja, ich denke schon. 102 Tage. Na, warum nicht? So, haben wir noch ein bisschen Puffer im Lager? Ja, ein bisschen Puffer im Lager, naja. Haben wir jetzt den Markt ernsthaft jetzt gerade so runtergekickt? Aber die Marktmeinung ist wieder gestiegen, habe ich das Gefühl. Ja. Das dauert zu lange. Das dauert alles zu lange. Die EU will China als neues Mitgliedsland. Ja, ich glaube es auch. Oha. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wann die Marktmeinung so stark steigt und wann nicht. Und warum die Behördenmeinung und öffentliche Meinung so extrem sinken. Ich meine, wir machen nichts, wir erfüllen alle unsere Verträge,
Wir sind hier minus. Lager ist schon wieder voll. Oh. Und wenn man... Hier ist es ganz unten. Und wenn man dem Tutorial doch glaubt, dann ist es doch die Anzahl dieser... Die Länge des roten Balkens zeigt an, wie stark sich das verschlechtert. Aber verbessert sich das ja. Was? Also das hier oben, meinst du? Ja, mag meinen. Verbessert sich aber... Beim PR dann. PR. Ja, das ist negativ. Aber ja. Mag meinen verbessert sich trotzdem. Ja. Muss ich nicht verstehen. Können nochmal Sicherheit kaufen. Ja, schade. Drei Wochen, 22.000. Wir haben das Geld. Ja. Dann will ich mir nichts Kaputtes holen. Das sind nur 22.000. Ja. Moment. 20? 20. Macht nicht den Unterschied. Bringt ein bisschen mehr, aber... 30.000 ist jetzt wirklich viel. Zu viel. So. Das können wir komplett machen. Solange der Markt noch nicht so gesättigt ist. Aktuelle Nachfrage noch bei 48.000. Wenn man nur auf den Handel, aufs Lager geht, also auf den öffentlichen Markt und dann ja nur auf Verkaufen klickt, dann ist es immer noch hier alles im Bereich des Möglichen. So kam unsere Sicherheit an. Dann können wir eigentlich auch mal gucken, wie es mit unserem Bestand aussieht, weil dann können wir ein bisschen reparieren, weil wir haben gerade extrem Überschuss. Was willst du reparieren, außerdem die schon fast in Ordnung sind? Keine Ahnung, irgendwas. Der Veredelung und Transport eigentlich wieder. Oder? Wobei das. Abbau und Sammlung, ja. Es dauert eine Woche, aber das sollte man. Wir haben 70.000. Das sollte man abpuffern können. Ja, das Lager wieder voll. So. Wie sieht es mit Beträgen aus? Immer noch plus. Ja, weil wir. Das oberste 30 Tage. Mhm. Auch wenn wir dann knapp ein bisschen Minus haben, bei 70.000 geht das. Ja. Und eine Woche sowieso nur. Ja. Ist schon wieder repariert, oder? Nee, da. Ach nee, das ist jetzt das Neueste. Plopp, und dann haben wir wieder ein bisschen Plus. Einsparung, nur noch ein Auto pro Abgeordneten. Ja, möchte eigentlich auch sein. Ja. Abbau und Sammlung brauchen wir dann demnächst wieder ein bisschen wieder. Ansonsten ist nicht alles. Ja, aber. Ja, gut, aber das ist das billigste, ja. Also, es ist der Anfang. Wenn wir zu viel Transport haben, naja. Das. Ja, 3000. 55. 50. Nee. Dann ein anderes Mal. Nein. kostet zwar ein bisschen. Oh. Wir waren fast unter 100.000. Das wäre nicht gut. Wir haben theoretisch aber ein Plus vom Moment. Ja, aber trotzdem, wenn es kurz unter 100.000 kippt, dann meckern sie ja sofort rum. Die haben ja. Überwachen ja unseren Kontostand. Mm. Der wird ja öffentlich auf dem Versammlungsplatz sofort ausgeschrieben. Ja. So, gucken wir mal. Denke ich, können wir das machen. Ja. Wir haben 40 plus. Und den obersten eigentlich auch nochmal. 60 Tage. Ja. Dauert noch unser PR-Gebäude, viel zu lange. Ja, Moment, das ist das zweite Jahr rum. Oh ja. Oh. Wie sieht's denn aus mit den laufenden Verträgen? Gar keine. 1600. Das mal, ja. Kaufen wir wieder ein bisschen.
Und dann holen wir uns jetzt mal die Dingens. Sammlung. Sammlung. Ist doch schon gewesen, oder? Abbauen, Sammlung. Nö. Nicht aber gut. Abbau. Ach so, ja, okay, ja, stimmt. Das wollten wir, weil das ein bisschen mehr bringt. Dann dauert beides 3 Monate. Wo ist der Unterschied jetzt zwischen dem und dem jetzt runter? Nee, das stimmt, das kostet 5 mehr. Nimm nicht der ganz oben. Ich meinte zwischen. Das? Nein. Hm? Aber zwischen dem und den beiden. 35. Kostet deutlich weniger täglich. Ja. Weniger. Ich mach lieber dieses etwas teure dafür, aber. Das? Meinst du? Oder meinst du jetzt das? Ich meine nicht das da drunter. Das? Nein, das da drunter. Das, ja. Ach so. Weil es weniger täglich kostet. Ja. Ja. Das sind 20 weniger. Noch 15 weniger, okay. Es kostet ein bisschen mehr Sicherheit, aber weniger Wartung. Sicherheit kriegen wir auch schneller als Wartung. Wartung sieht ja die Tankstellen, Sicherheit kriegen wir ganz schnell. Ja, dann holen wir uns das. Und dann gleich ein bisschen Sicherheit noch hinterher. Wir müssen bei Personal gucken, ob da noch was fehlt. Mhm. Nee, da haben wir... Also ja, wir haben ja 2 auf einmal gekauft. Wenn wir jetzt 1050 dazu bekommen, dann haben wir, dass es gebraucht wird. Ja. Und dann sollte es, glaube ich, endlich mal hochgehen. Auch wenn wir dann. Dann möchte ich am besten noch ein nächstes Gebäude holen, ein bisschen Puffer zu haben. Ja, definitiv. Das können wir uns eigentlich leisten. Oder? Jetzt schon. Jedenfalls jetzt zu kaufen, würde ich sagen, bei 70.000 im Lager. Klapp. Aber dann geht's natürlich wieder runter. Für kurze Zeit. Hoffentlich. 90 Tage in der Mitte. Ja, aber wir können hier für 30 Tage einfach mal kurz das machen, weil sich der Preis schneller wieder erholt. Ja, mach mal. Hoch. 2600 können wir uns nicht leisten. Müssen wir nicht. Ich dachte jetzt, wenn wieder ein nicht so guter Vertrag kam rein, das wäre sonst echt mies. Die Marktmeinung steigt euch nicht. Ja, es ist einfach komisch. Öffentliche Meinung hält sich, glaube ich, auf dem Level. Ungefähr. Ja, es sinkt ganz leicht. Bürgermeinung sinkt aber immer noch. Ausstellung, die besten Fälschungen der Welt. Gleiches neue Gebäude da. 4 Wochen. Ja, vorspult. Szenarios, viele Bilanz. Ausgaben. Ah, diese Details. Komm. Nein. Was machen wir nicht? Es hätte uns beiden was gebracht. Ja, mir Minuspunkte in der öffentlichen Behördenmeinung. Die öffentliche Meinung würde steigen. Ja, für einen kurzen Moment. Dann sagen die Behörden, ihr seid schlecht und die Öffentlichkeit, stimmt, ihr seid schlecht. So läuft das, Richard. Na, wenn du das sagst. Ja, stimmt. 6. November. Oder ich mach mal ein bisschen langsamer. So. 25. Oktober, 14. November, 20. Oktober, 27. Also die Oktoberverträge können wir durchaus annehmen. November meine ich. Moment. Moment. 3000? Haben wir denn 3000 noch übrig? Dann ist die Frage.
Das ist jetzt im Oktober. 2400, 2700. Das ist im November zu Ende. Das ist auch noch gleich zu Ende. 1600. Ich bin bei knapp 2000. 2400, 2000. Nee, wird zu knapp. Das wird zu knapp. Das könnte man auch noch. 480 Tage. Ah, aber das 3 ist jetzt nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Ja. Wie sieht man das aus? Steigt. Und wir haben unser PA-Gebäude. Ach ja. Oha. Oh. Okay. Gut. Das sieht besser aus. Ja. Auch wenn wir vielleicht bald trotzdem ein PR-Gebäude holen sollten, wäre als Bonus. Ja. Als kleine Belohnung für uns. 260.000. Das sollte es mal ausreichend sein, das Ding dann. Das können wir machen. Wir brauchen noch nicht 5.000. Ja. So, gucken wir mal nach Verträgen. Ist schon was Neues reingeschneit? Eben nicht. 1600 für 980 Teile. So sinkt jetzt mal langsam die Arbeiterkosten, das wäre sehr schwer. Ist es vorhin ja eigentlich schon bei 127 Meter vor. Oh, jetzt haben wir nur 3000er. Also. Ja, es sinkt leicht. Das ist auch schon leicht. Ah. 800, 2,8. Wobei, 22. November, der läuft. Am 24. am 14. November aus. Nehmen wir mal diesen. Den kann man machen. Da kostet zwar, bringt zwar ordentlich. 1,6 Millionen in den 180 Tagen. Ja, läuft. So, komm mal, eine Produktionsübersicht. Das war unsere. Richtig. Das Abbauen, sammeln. Und dann noch Transport und Veredelung. Ja. Gucken wir erstmal nach Transport. Ach, das können wir uns noch leisten. 50, 80. Eigentlich können wir dann uns das eher leisten. Warten wir mal ein bisschen. Verkaufen hier noch was. 7-0, ja. Und dann. So noch eigentlich Abbau, Transport und. Ja, das. Veredelung haben können. Ja, holen wir uns das. Das kostet deutlich weniger. Mhm. So, und dann brauchen wir nur noch Veredelung. Und das kostet. Viel. 250.000. Geht doch. Oh ne, das teure bringt überhaupt nichts. Oder, oh, Moment, was? 3.000? Oh. Oh ne, das ist das. Kostet 30 täglich mehr. Hä? Ich bin hier, klicke auf Weiter und bin hier unten. Das kostet 40. Das kostet 50. Das ist genau. Teure sind noch nicht besser. Auf die Dauer. So, guck mal, verdrängen. Achso, ne. Moment. Da, der 3000er fängt halt an. Haben wir noch 1200 Puffer? Oder? Kann ich jetzt nicht rechnen? 5000. Um die 2000 sogar, glaube ich. Knapp 2000. Muss das vielleicht leisten, wenn jetzt nicht gerade was Tolles kommt? Was kommt jetzt? Vulkanausbruch. Zugvögel ändern ihre Routen. Wow, Mensch, das reißt mir vom Hocker. Das wird nicht besser. Ne. Bis zum 4. Dezember haben wir noch Zeit. Bis dahin ist das alles schon links angefangen. Das wird flop. Aber 3000, 1900 haben wir noch überall. Können wir uns das nicht leisten? Und der 800er Vertrag läuft auch bald auf bei uns. Achso, ja. Dann können wir es uns leisten. 2400er Vertrag? Reicht das so weit? 800, dann haben wir 2700 über. Dann ist das vielleicht noch günstiger. Der 3er Vertrag ist eigentlich so ein 3,4, ist nicht schlecht. 3,4. Ja. Bisschen aufrunden bitte.
Marktmeinung, das ist eine Aufregung. Oh. 76%, das steigt so weit. Doch, und hier geht's ganz langsam auch in der Höhe. Wie kann ich kaufen? Was sagt denn jetzt so die Übersicht dann? Ja, Marktmeinung ist plus minus nur so ungefähr. Mhm. Aber ja, die ganze Zeit extrem minus. Mhm. Und ist trotzdem gestiegen. Also eigentlich müsste es jetzt in die Höhe schießen. Aber wahrscheinlich gibt es auch eine Grenze, wie schnell das sich ändern kann. Also minus geht es wahrscheinlich ganz schnell, aber plus, oh, da lassen wir uns mal Zeit. Aber ich glaube, wenn er sogar noch das andere... Wollen wir nicht Veredelung kaufen? Oh! Oh, wo kommt denn die Million her? Das frage ich mich auch. gut. Soll mich für mich nicht beschweren, ich will mal gucken. Nicht alle Bereiche sind Veredelung. Das ist uns in unserer Maschine. Wir wollten ein paar Flächen nachher haben wir ja so noch. Ja, ich will nur mal gucken. Moment, kann man das auch reparieren? Ich dachte, doch. Aber es geht anscheinend nicht gut. Naja, bei unserer Wartung. Gut, ja. Veredelung. Das wollten wir uns da holen. Das ist teurer. Mhm. 40. Ja, das war's doch. Ja, das war's. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Nicht, dass du aus Versehen reparierst, nicht kaufst. Ja, ja. 680.000. Das ist unser Transportding. Dauert 8 Wochen und das dauert noch 4 Monate. Wir können dann meistens noch ein Lager kaufen. Um ein bisschen mehr Puffer zu haben. Ja, bestimmt. Das ist ja da. Mhm. Lager, dann würde ich mir aber noch einen Sicherheit. Ich bin ein sicherer Mensch. China will nicht in die EU. Option 51. US-Bundesstaat. Was? Gehen 400.000er? Eigentlich schon. Richtig, ne? Oh, das stimmt, das kostet gar nichts. Wir sind Personal und Sicherheiten, das ist nichts. Nö. Muss ein Sicherheitsmenschen, dann passt das. Ja. Ja. Mach mal. Wir müssen in unsere Wartung reingucken, wie das da aussieht. Welchen Einfluss wir haben. Und den wieder. 15, 20. Dann brauche ich mir natürlich den 15er. Wartung. Da haben wir ein bisschen Überfluss. Das reicht. Stimmt, wir hatten ja nur ganz knappen. Ich sag mal, keine Ahnung, 90% oder so. Und dann hatten wir uns noch die 80er Tankstelle geholt. Na gar nicht, dick. Vorspulen dann noch am besten. Mhm. Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Behörden und Marken und öffentliche Meinung nicht mehr so extrem sinken. Mhm. Steigen sogar, unglaublich, aber mit was so einer Geschwindigkeit. Steigen. Wobei, es geht eigentlich. Wenn es unter 3000 kommt, dann sind wir so im normalen Bereich drin. Ja. Aber das geht eigentlich wirklich. Von der Geschwindigkeit her. Ja. Vorher ist das schneller. Bei Behördenmeinung ist es langsamer gewesen. Das ist so eine Sache. Bei Behördenmeinung, ja, gute geht's. Immerhin, es geht's aber auch noch. Ja, ja. Bei 90 Abrisskosten Gebäude waren wir und bei 1%, also bei 0% Bauzeiten im Gebäude. Ja. Diese groovy Musik. So, wie schaut es mit Verträgen aus? Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, ehe hier irgendwas ausläuft. 22. März. Und 3. Mai. Oh ja. Das kann dauern. Ich würde sogar sagen, nur noch ein großes PR-Gebäude holen. Oh ja. Einfach so, ne? Weil was könnt. Ja, und dann. Das war ein Zeitpunkt. Vielleicht ist es noch schneller irgendwann. Ja. Kostet zwar ein bisschen was Unterhalt, aber es sollte auch drin sein. Wir haben immer noch eine knapp halbe Million. Nein. Wir sind einmal so gut. So, wir dürfen jetzt einen Überschuss an Transport haben. Richtig. Veredelung kommt noch. Veredelung kommt noch, aber ich würde dann vielleicht mal das reparieren, falls irgendwas kaputt wäre. Transport kannst du da maximal den 77er. Ja. Links. Tages. Okay. Naja, da haben wir nur ganz kleine Einbußen. Gar keine.
Doch, das war ein Stückchen drüber. Ja, aber wir haben keine, was die Auslastung unserem angeht. Weil wir 6400 sind. Jetzt kommen sie alle an, ne? War nur ein Test, sehr gut. Das können die Behörde gewesen sein. Oh, steigt. Und so deutlich. Ja. Wahrscheinlich, weil es wirklich ein Test war. Schau, dass das Spiel durchschaut. Marktmeinung? Die steigt, ne, die steigt nicht gerade. Steigt nicht, aber sinkt auch nicht. Das ist wieder Minus. Ich werde dieses Spiel nie verstehen. Wir haben gleich ein neues PR-Gebäude. Wohl wahr. Jetzt. Und dann kommt in ein paar Monaten noch das 1050er hinzu. Oh ja. Sind ja nur noch 8 Monate. Wow. Geht nicht voran alles. Da haben wir, dürfen wir die ganze Zeit auf Vorspulen stehen, ne? Oh, wir haben gleich frei. Noch 10 frei. Jahre, noch 10 Jahre und dann ist das Spiel zu Ende. Oh, Versorger. Was war das denn jetzt? Marktmeinung von 5 erreicht. Ja! Wie viele Verträge, also, somit haben wir gestiegen. Kurt Kiesinger punktet am Markt. Warum Baguettes? Und darunter Ex-Minister vor Gericht. Ja, das war schon vorher bei der Bild. Nochmal. Siehst du? Ist immer dasselbe. Die Wild. Nichts Neues. Nice. Naja. Ehemaliger russischer Präsident wird französischer Staatsbürger. Oh mein Gott. Wir haben 4400 gerade so Überschuss. Ah, ein Dreier ist nicht schlecht. Ja, 520 Tage, 3200. Nehmen wir gleich. Wir bekommen jetzt auch die ganz großen Aufträge mit durch die Marktmeinung, glaube ich, weil es schon 5 sind, die wir verdrehen. Ja. Deswegen. Wahrscheinlich kriegen wir deswegen auch keine kleinen mehr. Ja. Deswegen müssen auch mehr Maschinen runter. Unterlager ist voll. Ja, die Veredelung hat. Moment. Stellen wir doch gerade nicht. Nö, Veredelung ist schon da. Deswegen haben wir 4400 plus. Och, dann. Beides muss ich nochmal. Transport und Veredelung brauchen wir nochmal. Ja. Wir haben eine Million, also. Wir sind Millionäre. Können wir prinzipiell erstmal ein größeres oder noch größeres Transportding holen? Und dann sind die letzten beiden schon 75. 95. Nein, dann haben wir das 75er. Das denn wohl, ne? Ja. Ja. Warum sortiert sich das ständig neu? Da kam ein neues hinzu, glaube ich. Gut und langsamer. Ja. Yes. Hoffe. Wartung ist wieder unten. Und dann kurz noch was holen und veredeln. Und auch mal ein höheres. Naja, so vielleicht nicht unbedingt. Okay, das. 40. 40. Oder 9. Nur 3. Obwohl. 3 Wochen. Das ist noch günstiger. Ja, das ist deutlich besser. Moment. Aber es hilft doch gar nichts. 1, 6, 12. Dein wird Mauer an keine Grenze. Mafia geht der Beton aus. Wie lange braucht denn unser 12, Transportding, bis 12, es ankommt? 12, 5 Monate. Okay. Also können wir noch das andere nehmen. Ja. Und Wartung wollten wir noch. Richtig. Lass mal verkaufen. Wartung. Da. Übertreiben wir wieder gleich. Ich dachte auch gerade so daran. Könnte man prinzipiell machen. Ja, komm. Es kommen jetzt noch ein paar einige Sachen neu. Public Relations, das Lager, alles ist so. Unsere täglichen Kosten, die können wir auch decken. Ja. Sicherheit ist auch nicht mehr auf. Die Marktmeinung geht langsam echt zum Maximum wieder. Oh, Sicherheit brauchen wir noch. Ja. Man möchte alles schon auf Maximum halten, ja? Ganz genau. 20 hol ich mir lieber. Besser. 1, 0, 2. Das passt. Behördenmeinung ist fast auf 0. Öffentliche Meinung geht auch immer weiter Richtung Marktmeinung 100%. Und noch bei Level 5? Marktmeinung? Ja. 83%. Das bleibt. Vor allem, wenn wir dann noch das neue Gebäude bekommen. Muss alles ziemlich im positiven Bereich sein. Ja. So. Bevor wir wieder vorspulen, will ich nochmal auf die Tabellen gucken. Da kommt nämlich nichts Neues rein.
Den können wir uns sparen. Oha, der 4000er, der sieht interessant aus. Ja, aber wir können es uns nicht leisten. Leider. Ja. Gehen, der sich die Tage. Kann man nichts machen. Das dauert auch alles zu lange. Mit den, da, in der Zeit kommen auch nicht die neuen Sachen an. Das kann man nicht machen. Oh ja. Das kriegen wir schon hin. Ja, ja. Aber bis jetzt läuft's gut. Sehr gut sogar, ne? Und ich glaube, wenn wir dann die richtigen PR-Gebäude haben, dann müssen wir einfach nur noch alle paar Jahre mal irgendwas reparieren. Weil Wartung und Sicherheit ist komplett oben. Dann dauert das eigentlich so ziemlich gar nicht. Dann einfach nur durchspulen lassen. Ja. Dann einfach nur ab und zu mal ein paar neue Verträge annehmen. Wobei, muss man nicht mal überhaupt machen. Doch, doch, man muss irgendwie die Wartungskosten ja decken. Außer du hast dann so 10 Millionen oder irgendwas. So, wir haben ein großes Lager. Wir verkaufen einfach so am Markt. Ja, aber ja. Das ist gut so. Hören, meinen und so ist fast ein... Ja. Na also. Ja, das hätten wir bei den letzten Spielen gebraucht. Mhm. Da kam man dann auch so langsam auf die Idee, das nicht zu machen. Aber wir mussten es dann machen, weil wir irgendwie Geld brauchten. Und immerhin hat also durch das PR-Gebäude sehr viel Einfluss und sehr wichtig, dass man solche Sachen hat. Ja, aber ansonsten... eben nur, wenn man Geld hat. Ja. Weil es eben scheiße teuer ist. Aber ich meine, guck mal, es ist ja nicht mehr nur ein PR-Gebäude, wie viele wir ja mittlerweile haben. 4 müssen wir haben. Mhm. Alter, wenn du 5 bist. Ja. So, was ist jetzt? Oh, ist mir ein Plus bei Behörden. Ja, wunderschön. Das Lager kam gerade an. Es hat 4 ausgemacht. Lager sind entscheidend. Was kommt denn jetzt? Neuer Trend. Günstiger Urlaub in Übersee dank besserer Schnorchel. Unglaublich. Wir können mal die Kamera wechseln. Toll, ne? Ja. Gibt es noch eine Bürokamera? Ja. Radlader. Oh, noch mehr Radlader. Oh, Forstbetriebe. Was ist jetzt im Radlader? Wir haben doch Kies und alles. Nein, das ist unser Büro. Oh Gott, dann mehr Büro gibt's nicht. 5800 Überschuss gerade. Dreh ich dann auch nicht an. Na gut. Ist eben. Oh. Aber den, 1200 die Tage. Ja. Wir sind wieder Millionäre. Und öffentliche Meinung ist auch was wie aber nur. Ah. Naja. Na, passt doch. Wo denn? Sich... Moment, doch, das war er, ne? Ja, das war er. Talako, ja. So, sind 2200 weg. Da kann, können wir so viel so schnell nicht machen. So, da sind wir auch gleich auf 0. Da läuft's, ja. Und Behördenmeinung? Steigt. Na also, Bauzeit neue Gebäude 3%. Das dauert, das kriegen wir also schon ganz gut hin. Ah ja, lief gerade verfügbar. 600. Geht das noch? Nein. Nur 400 haben wir über. Aber wir haben 130 im Lager gleich, 130.000. Moment. Ah, ne, lass mal machen. Wir nehmen die Verträge dann an, wenn der andere. Moment, der andere läuft jetzt gleich aus. Wann läuft denn der aus? Am 17. August. Die fangen am 22. an. Dann würde ich den noch eher nehmen. Ja. Können wir die schönen langen Verträge nehmen? Dann brauchen wir nicht so viel machen. Und vor allem ist der Markt hält sich oben. So, jetzt haben wir wieder ein neues Gebäude. Das war unsere Veredelung, glaube ich, die gerade ankam. Ja, dann kommt Transport. Warum würde ich mal Veredelung, Transport extra und dann... Oh, das dann fängt auch gleich der neue Vertrag an. Über wie viel ging der? 1200. 2400 übrig. Oh ja. Tala möchten anscheinend sehr viel Kies haben. Oh, die Marktmeinung. Sind wir gleich 100%. Könnte auch nur ein Achievement geben. Ja, das hoffe ich. Kaisgruber und Partner bei 1268. 180 Tage, nee. Kommt besser Verträge noch rein in der Zeit. Ja, denke ich mir auch. Guck mal unser Kontostand an. Aber. Ja. Nehmen wir jetzt gerade irgendwas an. 1200 aber noch über. Nee, dann geht das nicht.
Nee, warte, geh nochmal zur Verträge rein. Wir haben 2400 übrig. Oh, der ist schon aktiv. Dann nehmen wir mal geworden. Den definitiv, ja. Wie lange, ab wann gilt der 4400er? Ab 8. September. Achso. Bis dahin. Und unsere Transporter bringt nicht 2000, oder? Doch, 2000 bringt er. Hä? 2000. Wir können dann 1200 extra. Ja. Kommen wir jetzt auf 3600. Ja. Reicht nicht. Schade. Und der oberste da 1800. Ja, guck mal, das ist jetzt Ding. 3800 kann man doch einfach nehmen. Der ist jetzt nicht schlecht. Wir sind mit öffentlicher Meinung auch im Plus. Mhm. Sehr schön. Wundert mich, dass es keinen Artikel gibt. Mhm. Vor allen Dingen ist ja auch lustig, weißt du, die Leute denken gut über uns, wir bezahlen die Leute schlechter. Die Logik. Ja. Dunkelgrau, hellgrau, weiß, blau, grün. Und noch grün, blau, gelb. Aufgedeckt, jeder zweite Psychologe in Therapie. Ja, verständlich. Ocker. Ocker passt immer. Auch rot passt doch aber auch. Ja. Akzeptieren. Das ist ein schönes, neues Logo. Ich halte meine Kamera durch. Da gab's doch ein Bild. Da. Na, ein besseres noch. Auf unserem Firmen. Da. Wunderschön. Haben sie aber schnell. Farblich hervorragend. Haben sie aber schnell umdekoriert. Ja. Wollen sie gleich mit 2 Millionen Kontostand, dann arbeiten wir schnell. Vor allem diese Detailverliebtheit einfach in den Gebäuden, unglaublich. Mhm. So, wie lange sind die Verträge? 2900. Über, wir können mal. Den ganz oben. Ja. Oder außen sind die unten 550 Tage mit 3,32. Ja. Ist was schlechter, aber. Dann haben wir, brauchen wir nicht so viel machen. Also ich. Sicherheit, du musst nochmal holen. Müssen wir holen. Oh, wir marken gerade nach unten, ne? Ja, ja. Sicherheit. Sicherheit. Ja, kann man nicht leisten. 20? Nicht. Das ist teuer. Eigentlich können wir es uns leisten, aber... Nicht in irgendwas auf dich teuer, also was 150er einfach ganz unten. Das hatte ich ja gerade eingekriegt. Ja, deswegen ist. Achso, ach das. Okay, ja. Was hatte ich? Ja, warum nicht? Ja. Können wir sogar die anderen sogar verkaufen. Können wir die anderen verkaufen? Um ein bisschen wir haben immer noch über 2 Millionen Kontostand. Ja. Hochzeit geplatzt. Mann täuscht eigenen Tod vor. Ja. Ich glaube, da können wir nochmal alles 3 holen. Alles 4. 3, 1, ist 1. Ja, und Veredelung. Und ich glaube, da können wir uns sogar mal was Ordentliches holen. Abbau. Das ist ordentlich, 140.000 da. Das kostet alles nicht viel. 55? 85? Ja, aber ich weiß lieber, das ist 55er. Ja. Moment, 3 Monate, 74 Tage. 90 reduziert. Das ist deutlich besser. Meinung. Das ist deutlich. Das ist deutlich besser. 90%. Ist es Maximum? Ich hoffe nicht. Sammlung. Transport. 2000. Achso, ich wollte gerade sagen, ich möchte die Zente. Zugpferd, Kurt Giesinger zeigt Marktmacht. Sehr schön. Ja, ist Maximum. Ich wollte gerade nur darauf hinweisen. Ich dachte mir so, es ist pausiert, wieso ist der Vertrag erfüllt? Hör mal, ist das ja beides. Das kostet, wie lange dauert das? 3 Monate. 75. Warum muss ich denn noch runter scrollen? 95. Nur Ding gleich in den 90ern. 2350 hat der Kapazität.
Ja, stimmt. Wir brauchen viel Kapazität. Ja. Und Veredelung. Da brauchen wir auch noch sehr viel Kapazität. Den 8000er können wir sogar gerade mal leisten. Dann haben wir da was übrig. 1,2 Millionen. 7 Monate. Ja. Gönn dir! Das. Pam. Und jetzt vorspulen. Nicht, dass was pausiert ist und dann warten. Ja. Wir haben 1920 übrig. Ein volles Lager. Na, mal hier kurz. Nee, kann man nicht. Nicht so voreilig. 1,0. Was sind das für Verträge? Luschige. Ach, PR-Gebäude ist auch angekommen. Oh ja. Ja. So, so mag ich das. Jetzt kommen wir 7800. Achso, den können wir uns eigentlich leisten. Na lieber den. Na lieber den. Und fast wie eine Million so. Nee. Hätte uns beiden was gebracht. Eben nicht. Sicherheit braucht er noch ein bisschen, aber... Dann kommt doch an. Dann haben wir genug. Ja, ja. Naja. Rohstoffpreise bleiben weiterhin konstant. Und niedrig, oder? Ja. Ja, eigentlich nicht. Das ist nicht... Wenn wir jetzt mal kurz warten, ob mit dem Lager dann voll ist, könnten wir einen richtigen Vertrag bekommen. Ja. Und wir haben 2700 Grad. Läuft noch ein anderer Vertrag aus? Ja, das geht schon. Nö. Ja, schießt noch in die Höhe. Geht's runter? Geht's hoch? Es geht hoch. Ja, es geht hoch. Das ist gut so. Mhm. Jetzt sind wir bei gleich bei 7. Wunderschön. 5200! Im Prinzip ist es nur darum, dass wir jetzt noch mehr Geräte kaufen und dann so im mehrere Tausender Bereich Verträge annehmen. Ja. Das beides können wir uns holen. Ja. Jetzt zurücklegen. Hast du ein paar Kekse da oder irgend sowas? Ja, hab ich. Ah, verdammt, da bräuchte ich aber wahrscheinlich einen Teller. Das wäre besser. Die Krümeln. Ja. Es war eigentlich nur als Spaß gedacht. Oh, wir können es wirklich machen. Tee und Kekse. Ja. In der nächsten Aufnahme dann. Natürlich ganz vornehm alles. Ja, ja. Nein. Ach, der Hashtag Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen und der Ausrufezeichen-Typ wieder. Ach, ich mag den. Ich verstehe nicht, wie man auf 90% kommt, dass dann damit dann aufhört. Ja, das war Abbau und Sammlung, die jetzt ankam. Kann ich irgendwas operiert werden? Bei unserer Warten. Naja, die Veredelung einmal, also weil die andere Veredelung da ist, kann man das machen, oder? Ja, ne, wir haben genug auf dem Lager, dass wir das mal kurz für eine Woche machen können. Nein, 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 nein. Hab ich schon gewundert, hä? Wieso steht da keine Woche? So. Das ist immer dasselbe. Ja, können wir den Transport auch gleich machen. Links. Das ist gefährlich bei dir. Ja, ja. Und dann können wir gleich das auch mitmachen. Pam, Sicherheit in die Höhe. Oh ja. Das reicht gerade so. Vor allem, wir brauchen Public Relations. Personal brauchen wir. Oh ja. Gibt es irgendwas Großes? Achso, Pause. Oder, ne, ich muss langsam vor. Das 150er Büro. 7 Monate. Dann nehmen wir ein kleines und ein großes. Dann nehmen wir beides. Obwohl, ne, es wird noch ein bisschen eng. Ja. Dann nur 2 Wochen. 60 reicht fürs Erste. Ja. Wir warten jetzt gerade schon ein Lied.
Ach, du hast da drin. Ja, wirklich, grüne Sie brauchen wir doch gar nicht. Wenn wir es haben. Aber Sicherheit können wir eigentlich was verkaufen sogar. Wobei, wir machen hier nur Geld. Ja. Oder natürlich, wir holen uns dann was Größeres. Also wir kaufen die Kleinen und holen was Größeres, weil es rentabler. Knickgelenk. Oh ja, mein Bürocontainer. Ja,